Hallo, hier ist Life Coach Constanze Page. Ich berichte heute von einem Inferno, von einem Riesenfeuer, von einer Scheune, die heute am 5. Mai abgebrannt ist. Das ist mitten auf dem Feld. Der Landwirt hatte hier ein Riesenlager und ausgerechnet heute am Feiertag gab es hier einen Riesenbrand. Die Feuerwehrleute sind immer noch dabei, die letzten Flammen zu löschen von dem Stroh, das gebrannt ist. Im Hintergrund sieht man tatsächlich noch ein paar Strohballen, die geblieben sind. Aber der Rauch entwickelte sich so rasch. Es ist eine ganze Wolke von Rauch, die dieser Platz ist gesperrt, die Menschen dürfen nicht vorbeigehen, nicht zu nah dran. Im Vordergrund sieht man Polizei, die mit Spaziergängern spricht. Wir haben hier etliche Einsatzwägen der Feuerwehr mit Blaulicht. Zahlreiche Feuerwehrleute sind noch dabei, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Es sieht gut aus. Wo brennt es in deinem Leben? Wo gibt es Flammen in deinem Leben? Wo fängt es an zu lodern? Wo kann ein großes Feuer bei dir im Leben beginnen, das zerstört? Mit dem Feuer meint ich die Sünde. Gibt es etwas, was Gott verärgern könnte? Und was dann riesige, zerstörerische Ausmaße in deinem Leben hat, das dich in den Tod führen könnte, das dir großen Schaden zufügt und auch deiner Familie. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es richtig ist, die Eltern zu ehren und da gibt es gar keine Bindung, dass die Eltern irgendeine Eigenschaft haben müssten oder irgendetwas tun müssten. Einfach nur, weil sie Eltern sind, sind sie zu ehren. Hier im Hintergrund sieht man jetzt nochmal einen neuen Strohhaufen, der Feuerflammen wirft. Ein neues Feuer entwickelt sich. Ja, dort, wo die Eltern nicht geehrt werden, gibt es Feuer im Leben, gibt es Vernichtung im Leben. Lebensenergie wird gebunden und in die falsche Richtung gebündelt. Kehrt um und vergebt euren Eltern, vergebt euch selbst und beginnt Vater und Mutter zu ehren, ganz gleich, welche Schuld diese auf sich geladen haben oder welches Verhältnis ihr bisher mit ihnen habt. Wenn ihr gar kein Verhältnis mit ihnen habt, schreibt ihnen eine Postkarte. Es geht gar nicht darum, ein enges Verhältnis aufzubauen, sondern einfach den Menschen zu ehren, an Feiertagen, an Geburtstagen, einfach nur zu sagen, danke, dass ihr meine Eltern seid, danke, dass du meine Mutter bist. Denn ohne dich würde ich heute nicht leben. Danke, dass du mein Vater bist. Ganz egal, ob du Alkoholiker bist oder einer, der von einer Frau zur anderen zieht oder einer, der arbeitslos ist und nichts mehr macht. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, aber nur weil du mein Vater bist, ehre ich dich mit Freundlichkeit. Und ihr werdet sehen, dass Gott euch belohnen wird mit einem langen Leben und mit einem leichteren Herzen. Ja, lasst keine Brände in eurem Leben entstehen. Kommt vor den Herrn und bittet um Vergebung. Amen. Ich bin Life Coach Constanze Page und Gottes Segen für alle Zuhörer. Amen.